Grüß dich, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Ja, heute geht es um dieses kleine Teilchen hier, das ist ein Profilzylinder. Ich möchte dir zeigen, wie du so einen Profilzylinder ausmessen kannst, bestellen kannst und natürlich wieder einbauen kannst. Und am Ende des Videos zeige ich dir nochmal, wie du so einen Profilzylinder elektronisch steuern kannst. Besser gesagt, dass deine Haustür sich automatisch öffnet oder verschließt. Wie messe ich jetzt so einen Profilzylinder aus? Das ist ganz, ganz einfach im ausgebauten Zustand. Also die Dicke jetzt hier oder die Höhe oder der Durchmesser müsst ihr nicht ausmessen. Es gibt eigentlich nur zwei Maße bei so einem Profilzylinder. Und unser Ausgangspunkt ist einfach diese Bohrung hier. Das ist eine 5 mm Gewindebohrung und danach richten wir uns. Sprich, wir messen jetzt von hier Außenkante bis Mitte der Bohrung. Das sind im Beispielfall jetzt hier 35 mm. Und einmal von dieser Außenkante hier bis Mitte Bohrung, das sind 45 mm. Das heißt, unser Profilzylinder hat ein Maß von 35/45 mm. Bevor wir das Ganze jetzt einbauen, bauen wir das Ganze nochmal aus. Ausgangspunkt ist auch hier wieder, hier am Schloss findet ihr eine Bohrung bzw. eine Schraube. Das ist hier diese M5er Schraube. Das ist meistens eine Kreuzschraube, die lösen wir. So. Das Ganze sollte auch nur handfest gezogen werden und dann könnt ihr die auch nach wenigen Umdrehungen herausziehen. Wichtig ist, wenn ihr den Profilzylinder ausbauen wollt, dazu braucht ihr dann den Schlüssel. So, den steckt ihr dann natürlich von innen oder außen, das ist eigentlich egal, steckt ihr dann rein und dann stellt ihr den ungefähr auf 20 Grad. Links oder rechts ist egal und dann könnt ihr ihn auch schon herausziehen, wie ihr jetzt hier seht. Warum, weshalb? Auf 20 Grad in etwa. Wir haben jetzt hier eine Schließnase. Diese Schließnase betätigt später die Verriegelung hier in der Haustür und die muss natürlich auf 0 stehen. Ihr seht jetzt hier, wenn ich das jetzt ungefähr auf, ich weiß nicht was, 90 Grad stelle, dann steht die Schließnase hier und das ganze Verhaken natürlich verhindert, dass ihr dann den Profilzylinder herausziehen könnt. Wenn ihr das Ganze einbauen wollt, natürlich auch wieder mit Schlüssel, sollte die Schließnase bündig sein mit dem Profilzylinder und dann könnt ihr das Ganze wieder reinstecken. So, bis ihr einen Widerstand merkt und dann könnt ihr auch eure Profilzylinderschraube nehmen, die hier in die Bohrung führen und das Ganze wieder festschrauben. Wie gesagt, nur handfest. Wenn ihr das zu fest zieht, kann es dazu kommen, dass ihr entweder hier das Gewinde beschädigt oder dass der Schließzylinder bricht, denn die Schwachstelle bei so einem Schließzylinder ist natürlich hier diese Bohrung bzw. der Gewindegang. Wie ihr den Profilzylinder ausmessen könnt, wenn der eingebaut ist, das zeige ich euch gleich nochmal. Ich wollte noch mal ein, zwei Sachen mit auf den Weg geben. Diese Profilzylinderschraube ist meistens bei einer neuen Profilzylinder mit dabei, das heißt, ihr müsst sie nicht bestellen. Prüft aber bitte, dass sie nicht zu lang ist, denn es kann durchaus sein, dass sie zu lang ist und dann in drinnen das Schloss kaputt macht oder eventuell irgendeine Verglasung von der Haustür. Dann solltet ihr bei der Bestellung darauf achten, wenn ihr möchtet, dass beispielsweise, wenn jetzt in drinnen ein Schlüssel steckt und ich weiß nicht was, eine mitlebende Person bei euch im Haushalt rein möchte, kennt ihr, steckt ein Schlüssel, kann er von außen den Profilzylinder nicht mehr betätigen, beziehungsweise das Schloss. Das heißt, der Profilzylinder ist nicht gleichschließend. Darauf solltet ihr achten. Gleichschließend bedeutet, wenn hier ein Schlüssel steckt, dass ihr von außen die Tür auch oder den Profilzylinder wieder öffnen könnt. Das ist gleichschließend. Dann solltet ihr darauf achten, es gibt heutzutage Profilzylinder, die einen Aufbohrschutz haben. Was heißt das? Aufbohrschutz, die meisten Schwachstellen sind so, dass ein Profilzylinder von vorne, wenn er frei zugänglich ist, mit einem Bohrer aufgebohrt wird. Auf jeden Fall sollte das Ganze hier gehärtet sein, so dass der Bohrer nicht weit kommt und den Profilzylinder nicht aufbohren kann. Es gibt verschiedene Profilzylinder, verschiedene Klassen. Ich kann euch natürlich empfehlen, immer Markenprodukte zu nehmen. Nehmt bitte kein No-Name-Produkt, ihr werdet euch später ärgern. Alleine schon die Langlebigkeit von so einem Profilzylinder macht eine Menge aus. Ein guter Profilzylinder gibt es beispielsweise mit Sicherungskarten, sprich du kriegst die Schlüssel, kannst du nur nachmachen, wenn du die Sicherungskarte hast. Dann gibt es noch Profilzylinder mit einem Anti-Lock-Picking-Schutz. Anti-Lock-Picking oder Lock-Picking, googelt das Ganze mal, sehr verbreitet das Ganze quasi. Du kannst eine Haustür aufbrechen bzw. so einen Profilzylinder öffnen ohne Spuren und es gibt heutzutage Profilzylinder,
die mit einem System ausgestattet sind, wo das Ganze nicht möglich ist, kann ich euch auch nur empfehlen. So, und jetzt zeige ich euch nochmal den oder das Ausmessen bei einem eingebauten Zustand. Um den eingebauten professionellen Ausmessen gehst du wie folgt vor. Ich nehme am liebsten immer zwei Zollstöcke, lege den einen hier an der Außenkante ran und mit dem zweiten messe ich dann quasi das Achsmaß von dem Profilzylinder. Das heißt Außenkante vom Zollstock bis Mitte Profilzylinder bzw. hier den Profilzylinder Schloss oder Schraube. Dann habt ihr quasi die eine Seite ausgemessen und das Ganze macht ihr nochmal von innen. Von innen müsst ihr natürlich darauf achten, wenn ihr ein Schild habt oder einen Schlag, wie jetzt hier in diesem Fall, wo der Schlüssel drin steckt. Das heißt, ihr nehmt den Zollstock, legt ihn hier am Schild an, nehmt den anderen Zollstock und dann könnt ihr auch wieder bis Mitte zur Schraube messen und dann habt ihr das Maß auch genommen. Es kann natürlich sein, dass ihr hier ein Schild habt oder einen Beschlag, was ein bisschen dicker ist, ist von Haustür zu Haustür unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich wie hier dieser und dann gibt es natürlich Türen wie jetzt hier. Da ist der Profilzylinder um 5 mm zurückspringt. Das heißt, hier ist die Profilzylinder-Rosette und dahinter befindet sich erst der Profilzylinder. Natürlich müsst ihr das berücksichtigen. Und wenn ihr das alles berücksichtigt, sollte natürlich der Wechsel von so einem Profilzylinder kein Problem sein. Jetzt gibt es natürlich nochmal eine Spielerei. Das Ganze habe ich letztens beim Bekannten eingebaut. Das ist ein elektronisches Schloss, was du ganz ohne Bohren anbringen kannst. Das Ganze nennt sich Nuki. Das ist ein Aufklebschloss. Das heißt, du steckst den Schlüssel von innen drin rein. Das Ganze wird von innen verklebt. Kannst du auch rückstandslos wieder entfernen. Und das ist ein Motorschloss, was mit 4 Batterien bedient wird und mit einer App gesteuert wird. Sprich, du kannst die App so einstellen, dass das Schloss, sobald du vor deiner Tür stehst, aufgeht. Oder wenn du in deiner Wohnung bist, innerhalb von 5 Minuten sich verriegelt. Oder du kannst Intervalle einstellen, beispielsweise, dass abends um 10 Uhr die Haustür sich automatisch abschließt. Oder, was ich ganz toll finde, mit einer Bridge kannst du das Ganze auch von außen bedienen. Das heißt, du kannst mit dem Smartphone verschiedene Zugangsberechtigungen erteilen an Personen, die auch die App haben und kannst denen beispielsweise ein Zeitfenster setzen. Von dann bis dann können sie in deine Wohnung rein bzw. können sie das Haustürschloss öffnen oder wenn du im Urlaub bist oder du bist auf der Arbeit und dein Kind kommt beispielsweise früher nach Hause, kannst du mit dem Smartphone ganz bequem das Haustürschloss öffnen. Aber dann nur in Verbindung mit einer Bridge. Eine ganz, ganz tolle und ausgeklügelte Sache, wie ich finde. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, deswegen habe ich mir das noch nicht geholt. Aber für euch, für diejenigen, die sich interessieren, ich werde dir das auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten würde ich sagen, wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen. Besser gesagt, über einen Handwerker-Daumen nach oben oder über ein Abo. Hier sind die nächsten zwei Videos, unter anderem, wie du so eine Haustür einbauen kannst, selber. Ja? Und nochmal ein Video, vielleicht ist das auch für dich interessant. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.